Dass Kunst auch und besonders für Pensionisten einen hohen Stellenwert hat und äußerst beeindruckend sein kann, wurde bei der Ausstellung Kreativ 50 Plus in Mödling in den Vordergrund gestellt. Der Künstlerverein wurde vom Pensionistenverband Niederösterreich gegründet und will der älteren Generation Mut zum künstlerischen Schaffen machen. 11 Künstler aus der Bezirksgruppe Mödling bewiesen, dass Kreativ 50 Plus damit Erfolg hat. Ja, entstanden ist es einfach aus der Idee, dass man über 50 manches Mal auch eine gewisse Leere und ein Bedürfnis nach neuer Betätigung hat. Und da ist das Kreativ 50 Plus einfach notwendig, dass die Menschen einmal wissen, nachdem sie einen Beruf gehabt haben, viele Ausbildungen gehabt haben, dann irgendwann denkt er sich, jetzt ziehe ich mich etwas zurück und beginne eine gewisse Lehre. Und diese Lehre sollte durch Kreativität überwunden werden. Und daher der Kreativ 50 Plus ist nichts anderes als die Chance für Ältere, etwas zu schaffen und auch zu präsentieren. Was bedeutet diese Kunst für Sie? Wie wichtig ist das? Eigentlich war es immer für mich in meinem Leben wichtig, obwohl ich Familie hatte, selbstständig war, beruflich und politisch engagiert war. Aber für mich war es so, ja, wenn ich Ihnen ein Beispiel nenne, ja, das war, glaube ich, Ostern oder Pfingsten, da hatte ich eine Ente im Backrohr, ja, habe noch schnell was malen wollen, ja, und als ich dann hinuntergekommen bin, war die Ente schwarz. Also das ist zum Beispiel, dass man in die Kunst hineinfällt. Ja? Das ist ein Hobby, Leidenschaft. Leidenschaft mit Metall, Arbeiten mit Metall und immer Leidenschaft. Das ist etwas gestalten, das ist halt das Wichtigste. Wir sind auch seitens der Stadtgemeinde sehr bemüht, alle Ausstellungen zu unterstützen und in das Publikum zu bringen, in die Bevölkerung zu bringen. Und wenn das gelingt und mit dieser Ausstellung gelingt es, ja, dann sind wir auch als Vertreter der Stadtgemeinde zufrieden. Ich kann sogar sagen, glücklich. Kunst und die Begegnung mit der Kunst ist also ganz bedeutungsvoll. Kunst ist ja vieles. Viele sehen in Kunst irgendwas anderes. Aber alleine die Vorstellung, sich mit Kunst zu beschäftigen, die Kreativität anzuregen, was ja auch den Geist anregt, das ist das Wertvolle an der ganzen Sache. Kreativität ist kein Privileg der Jugend. Kreativ 50 Plus soll auch als eine Anregung dienen. Dass die Menschen auch entweder selbst den Mut haben oder manches Mal sagen, mit großer Bewunderung jenen sich erinnern, die heute bei der Ausstellung dabei sind.